feinste Teekräuter. Mmh, lecker. Elfische Badekräuter, da weiß ich noch, wofür wir das gebraucht haben. Hier, Crafting-Materialien für Honk. Haben wir eigentlich schon Ardus Heldenfrühstück irgendwann mal benutzt? Giftbeutel für Honk. Let's vergift the Honk. Crafting-Materialien. Wir sind gleich fertig mit dem Quatsch. Wenn ich nicht ständig an der Kamera vorbeischauen müsste. Ja, ich weiß da ja, dass es da ein Vögelchen gibt, das ganz, ganz gerne sich über mich lustig macht, weil der sitzt so schief, ne? Da sitzt er wieder so schief. Ja, ja. Das ist wegen dieser Scheiße hier. Und wüsste ich dafür eine Lösung, dann hätte ich die schon längst irgendwie in die Praxis umgesetzt. Ja. So, ich bin einigermaßen müde, komischerweise schon. Ob ich hier heute noch lange mache, das ist die Frage der Fragen überhaupt. Diesen Ring hier habe ich als Verkaufsmaterial schon eingeordnet. Nein. Oh Mann. So viel Quatsch, ne? So. Das auch nach vorne. Das auch nach vorne. Alter. Ja, gleich wird sein Inventar wieder voll sein. Ich bin mir da. Bärenzähne, kannte man die verkraften oder war das? Nö. Ist eine Zutat. Wie geht das denn? Ja, die meisten Crafting-Rezepte haben wir ja leider überhaupt nicht ausprobiert. Aber das ist halt was für einen Singleplayer. Ja, die können verkauft werden. Alter, so viel Quatsch. Ja, guck mal, die ollen Brötchen können wir auch schon wieder gar nicht ins vordere Inventar packen. Aber wir packen gleich erstmal ein bisschen was in die Truhe rein. So, das kann verkauft werden. Das auch. Ja. Gut. Speaking of Truhe. Ja, irgendwie mal ein bisschen craften können wir noch machen, aber ich sehe das irgendwie nicht, dass uns das noch viel weiter bringen wird. Vor allen Dingen, weil uns ja wirklich die grundlegenden Crafting-Zutaten fehlen. Ohne welche das Ganze ziemlich witzlos ist. So. Aber einige Rezepte kriegen wir sicherlich noch auf die Kette. Und vielleicht gucke ich zwischendurch auch nochmal irgendwie nach, welche Rezepte halt für uns noch praktikabel sind. Lass mal schauen nochmal, dass wir zumindest alles vorne haben. Ja, das ist alles gut. 12 Zaubertränke, das finde ich cool. Ja. So, ja. Dann zeig mal her. Ardus Heldenfrühstück. Ja, was konnte das denn eigentlich nochmal? Das haben wir noch nie. Ausdauer plus 5 für 2 Minuten. Nicht schlecht. Könnte man sicherlich was mit anfangen. Wieder Crafting-Mittel, Verkaufsmittel. Ja, die Verkaufsmittel, die werden wir gleich los. In Fardok wollte ich gerade sagen, in Nadoret. Kann man die... man kann nur 10 stacken. Okay, alles klar. Oh Mann. Es tut mir so leid, wir müssen eine solche Handelsrunde machen. Aber sowas von. So. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Folge, die sowas heißt wie Dinge sortieren. Ja, schaut mal. Und da haben wir es auch schon. Da war Feierabend. Ja. Sehr schön. Nicht. Gut. Ei. Ja, Ei. Gut, wir müssen nach Nadoret. Oder besser gesagt, warte mal noch mal kurz. Halt, stopp. Hier lang. Das stört ja nicht. Gut, dann Honk. Ich weiß nicht, du hattest hier, glaube ich, jetzt noch ein paar Sachen. Ja, pack mal rein. Je mehr ich von dem Kram loswerde, erstmal, desto besser. Nicht alles ablegen.
Ja, und dann fahren wir nach Nadoret. Wie viel schon wieder aufgenommen? Okay, also jetzt dürfte Folgenende sein. Wenn ich jetzt hier schneiden kann, dann schneide ich. Wenn nicht, dann geht's weiter. Dass ihr hier... Ihr wolltet sich... Was kann ich für euch tun? Macht die Talaria bereit. Wir fahren nach Nadoret. Dort legen wir uns aufs Nagelbrett. So. Oh, ich habe noch einen halben Liter Kaffee und ordentlich Tee. Wir sind auch erst 2,5 Stunden ungefähr am Start. Also insofern, aber der Kampf war irgendwie schon, ja, hatte was. Also gut, das Pferd war jetzt nicht so hart wie die Dinge, wie das Krabbenmonster unten da im Efer-Tempel, im Efer-Tempel. Das war sowieso ein überraschend harter Kampf. Oh, guck mal, die schöne Mora ist da. So, die schöne Mora. Der Djinn ist immer noch am Start. Oh, guck mal, Anzwin-Statue. So, wie kann ich dir helfen? Brauchen wir die überhaupt? Ah ja, komm. Und... Was ist? Komm mit. Und natürlich der Stiesel auch, denn ja, der hat bitte den ganzen Verkaufskram. Und wie ich gerade höre, der Händler ist da. Insofern brauchen wir gar nicht weit zu gehen. Na, Grise, alte Socke. So, dann wollen wir mal. Dass die Vögelchen da hinten immer noch stehen. Aber ah, ihr interessiert euch für die... So. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob wir... ich habe irgendwas gesehen, dass dieses Addon, also diese Erweiterung, diese Mod, da Kaltensteins Geheimnis oder so, oder Erbe oder sonst was, dass das Teil 120 Stunden Spielzeit haben soll, ne? Ja, das wäre ja mal... Das wäre Hammer. Ja. Dann würden wir noch tierisch lange Zeit. Ring der Vorhersehung. Der war... Ich fand den nicht so prickelnd. So, komm. Ja. Hier und hier und hier und hier. Nein, ich sag nicht jetzt jedes Mal hier. 593 Dukaten. Und weißt du, das ganze Geld können wir wahrscheinlich überhaupt nicht ausgeben, weil die Händler nicht restocken. Aber es gab ja noch drüben in Tishiana diesen Händler. Vielleicht hat der ja noch irgendwas am Start, was man ihm abkaufen kann. Für den ganzen Ockenkram, den wir hier haben. Ansonsten gehen wir als Ockenmillionär ganz einfach in den Ruhestand hier. Ja, die Gulmontees wollte ich verkaufen. Ja. Kristallsphären, 17 Dukaten pro Stück. Digga. Hat sich gelohnt, das Pferd einfach so platt zu machen. Ja, was ist da nur passiert? Ihr habt gesehen, man konnte auf das Teil nicht draufklicken, auf diesen Obelisken da. Das war einfach nicht möglich. So. Ja, jetzt nochmal. Oh, 695 Dukaten. Und beschaut meine exquisite Ware. Ja, deine expedierst. Zu unschlagbaren Preisen. Ja, was? Ja. Okay, ich glaube, er hatte noch was zu verkaufen. Hier so auf der zweiten Seite. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, könnte ich gleich aus seinem Inventar verkaufen. Aber wo wäre der Spaß? Ja, das ist auch eher was für Stieselchen. Ich werde ihn weiter Stiesel nennen. Ja. Ich bin ja jetzt mal gespannt, wo Phileason ist. Also, welche Orte bleiben denn noch, wo jetzt, es wird wahrscheinlich nirgendwo ein Portal, also so ein Fernriss aufgehen, wo wir schon waren. Also, welche Orte bleiben denn noch? Insel des Vergessens oder wie der Kram da heißt. Da beim Flussvater Zwerg wäre möglich. dann nee, hinten bei der Zollfeste nicht. Ah, ihr interessiert. Ja, ja, wir interessieren uns. Ja, ja, ganz doll sogar. Ach nee, falsches Inventar. Okay. Okay. Ja, sind ja gleich durch mit dem Kram hier, ne? Dann ist alles verkauft. Und dann gehen wir rüber zum mohischen Bootsmann. Und schauen mal, was der zu sagen hat. Ob der wieder irgendwie in Trance fallen wird. Und dann mit dieser komischen Stimme sprechen wird. Wir werden es sehen. Ach so, die wollte ich auch verkaufen. Alles klar. 100 mal einfacher Verband wollte ich auch verkaufen.
So. Also wo könnte noch ein Zwernriss sein? Im Jagdrevier glaube ich mal nicht. Hammerberg vielleicht, ja. Ja, ja. Hammerberg wäre ein schönes, großes Gelände. Und es ist ja nun so, die Torwaler und die Piraten haben ja miteinander zu tun. Da ist ja die Dame mit den Atomhupen. Weißt Hast du was? Mal das Lagerhaus gesehen, Brauwin? Alles ja, voller Ungeziefer. So ein Saustall habe ich noch nie gesehen. Ja, Brauwin. Räum gefälligst auf. So, zum sanften Ochsen. Nee, die Torwaler und die Piraten, da ist ja... Jetzt komme ich nicht mal auf den Namen von der Frau mit den Atomhupen. Aber auf jeden Fall, die hatte ja mit Phileasson auch irgendwie was zu tun. Insofern wäre es, würde es nämlich nicht wundern tun, haben sein. Ich dachte schon vielleicht. Hallo, Mohischer Ihu. Bukanyok, du bist zurück. Phileasson, er war schon hier. Ich habe ihm gesagt, er sollte auf dich warten. Nur hören wollte er nicht. Tja. Wenn ich hören will, muss fühlen. Was ist mit Maniok? Alles klar. Was? Er ist ohne uns aufgebrochen? Wohin? So redet er. Er ist nach Hammerberg. Einem kleinen Weiler, in dem sich allerlei zwielichtige Gestalten niederlassen haben. Es liegt an einem stillen Seitenarm des großen Flusses. Dort, in der Nähe, habe ich den nächsten Übergang gesehen. Alles klar, Hammerberg. Gut, doch bevor ich aufbreche, musst du mir noch etwas verraten. Na schön. Was willst du wissen? Was hat es mit diesen Träumen auf sich? Wenn ich das nur wüsste. Oft finde ich mich im Dunkel wieder und höre diese Stimmen. Manchmal sprechen sie als eine Stimme. Ein anderes Mal ist es, als würde all die... Ist dein Neugier nun gestillt? Oder willst du noch etwas wissen? Ich glaube, das hatten wir alles schon. Ja. Aha, so. Also okay, jetzt haben wir nochmal 3 Stunden an der Sache gespielt. Also an diesem Add-on. Ich bin mal gespannt, wie viel noch kommt. Also... Dann würfel ich halt mit mir selbst. Ach, wieder gleich. Da ich jetzt sowieso mir vorgenommen habe, jetzt also nicht euch zu nerven mit dem... Hat er was zu sagen? Schön, euch zu sehen. Leider noch nicht. Kann ich noch etwas für euch tun? Okay, okay, das hatten wir alles. Wenn ihr Fragen habt. So, also zum sanften Ochsen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Das bringt mich hier alles so sehr durcheinander. Okay, Hafen. Nee, also wie lange es noch geht, dieses Spiel. Also, okay, da ich gesagt habe, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie das Jagdrevier abpflücke und so weiter und große Geschichten mache, denke ich mal, wir werden einigermaßen schnell mit dem Spiel durchkommen. Es sei denn, jetzt kommen noch so ein paar Die Taverne Welle nach Welle Kämpfe. Ist naja, das ist auch alles gut. Für euch okay. Wo soll die Talaria bereits zum Abfahrt. Ich spreche schon wieder Inu, ne? Hammerberg. Nee, Höhle des Wasserdrachen. Wo war jetzt Hammerberg? Ach da, genau. Hammelberg, wie die Chinesen sagen würden. Hui, es macht sich wohl bemerkbar, dass ich irgendwie die letzten Tage wie irre am neuen Album gearbeitet habe. Ja, es kommt bald, meine Vögelchen. 9 von 13 Stücken sind jetzt im Mastering-Status. Mhm. Geht gut ab. Aber ich finde immer noch irgendwie Dinge, die zu tun sind. So, was haben wir denn hier? Wir sind an der Talaria. Gehen wir jetzt zu Fuß oder? Ja, komm, nach hier vorne können wir wenigstens reisen. Okay, hier haben wir dann... Hat der hier vielleicht irgendwas, was wir noch gebrauchen können? Wie kann ich behilflich sein? Handel. Kriegsbolzen, Schuppenpanzer, Wanderstiefel, Hofgewandung, bla 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 bla. Es wäre ja schön, wenn er so ein komisches Holz irgendwie hätte. Wisst ihr noch, die Gläser der Erkenntnis hatten wir auch mal.
Also das meiste, was er hier hat, haben wir ihm verkauft. Ja. Okay, Handel abschließen. Nee. So. Der Djinn ist immer noch bei mir. Okay. Der Kiepenkerl hat wahrscheinlich auch nichts leid. Ich finde das so doof, dass die Händler nicht restocken. Also es ist echt... ich guck noch mal hier, der Kiepenkerl, ob der irgendwas dabei hat. Ja, zeig mal her. Ja, billige Pfeile. Ja, nee. Also wirklich... Ja, nuscht. Hätte ich jetzt vielleicht eine Truppe mitnehmen sollen? Ich weiß es nicht. Ah, da vorne steht wer. Ich gehe noch mal zu der Dame hier. Vielleicht hat sie... Was sie hat ja zwei Inventare. Handel. Mhm. Ah, jetzt habe ich unseren Handelsspezialisten nicht dabei. Sturmwächterhandschuhe. Mhm. Was ist FK? Okay, also die Rüstungsgeschichte ist nicht so besonders. Also lasse ich das auch mal. Handel abschließen. So. Hallo. Was willst du von mir? Reisen gesammelt. Titaniumring der unbändigen Kraft. Ich weiß nicht. Körperkraft 3. Weiß nicht. Okay. Hier die Einbeeren können wir noch mitnehmen. Alles andere sage ich mal eher. Ach, erzähl doch, was du Belmar willst. Ist auch gut. Ich höre gar nicht mehr hin. Oh. Wie oft denn nun noch? Ich bin nicht wegen. Ah, da seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr hättet euch verlaufen. Ich hätte das gern gehört, verflixte Axt. So, da scheint der Cernriss zu sein. Tja, und ich dachte schon, Inu habe mich an die falsche Stelle ihr geschickt. Ihr kennt Phileason? Ja, darf klar, man fragen, woher? Ja, also ich, nein, ich mag sein, ich, ja, also nein, ich... Nein, darf man nicht. So, dass du es weißt. Alter, ist ja unfreundlich. Da hört ihr es, Eile. Habt ihr beide Streit? Ah, nicht der Rede wert. Es gibt aber was anderes, worüber ich mit euch reden muss. Ich bin diesmal mit von der Partie. Sucht euch also noch zwei eurer Mannen aus, die mitkommen. Die übrigen sollten den Sphärenriss auf dieser Seite bewachen. Was? Verstehe ich das richtig? Also ich muss einen meiner Spießgesellen zu Hause lassen, um diesen zweifelhaften Kandidaten mitzunehmen. Entschuldigung, Herr Kittenkurmler, wenn das ein wunderbarer Kämpfer ist. Ich habe ihn umfallen sehen. Aber unsere Leute können auch gut umfallen. Ja, wie ein... Okay. Falls du mich meinst, da habe ich was Besseres zu tun. Wenn ihr euch wirklich mit dem alten Seebären zusammentun wollt, ist das euer Bier. Ich troll mich rüber in die Schenke. Herr Kindkommler, hup, hup, that's the sound of the police. Donnerfaust, soll sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Lasst uns durch den Riss gehen, sobald ihr eure zwei Mitstreiter gewählt habt. Also soll sie nach Madagaskar? Denn das war in früheren Zeiten die Sache, für diejenigen, die es nicht wissen. Wenn man gesagt hat, dort wo der Pfeffer wächst, dann hat man eigentlich Madagaskar gemeint. Naja, ist so. Ich kann nur zwei mitnehmen und ihn. Ich glaube, mir fällt die Entscheidung nicht besonders schwer. Und Herrn Kittenkurmler wird es nicht gefallen, weil er hat irgendwie an Kuano einen Narren gefressen. Aber ich habe an... Problem ist jetzt, Phileason, warte mal, wen haben wir jetzt im Inventar? Lass mich mal schauen, was der hat. Der trägt ein paar Irian-Lederschuhe, eine ganz normale Hose, Phileasons Lederweste. Wenn ich dem die Rüstung vom Stiesel gebe. Was hat er hier? Phileasons Schwert 1W9. Schild, okay. Er hat auch Steigerungspunkte. Lass mich mal schauen. Talente. Er ist ein Schwertkämpfer. Aha. Er ist ein Schwertkämpfer. Eindeutig. Okay. Jetzt kommen wir immer noch nicht... Bonusschwerter, Malus-Etikette. Das ist mir egal. Den Malus habe ich auch. Etikette im Realleben.
Ja. Ich überlege gerade. Wir gehen nicht sofort gleich. Eilt euch! Ich warte hier so lange und bewache den... Okay, er bewacht den Sphärenriss. Da seid ihr. Okay, also er will unbedingt, dass wir... Weißt du... Also Ardo nehmen wir auf keinen Fall mit. Da habe ich schlechte Erfahrung. Kuano... Er ist mir gerade so ein bisschen ans Herz wachsen. Ich hab da mit Vorgrim was gemeinsam. Aber Vorgrim... Oh, ich würde so gern Vorgrim und Fyris. Vor allem, weil Fyris unsere zweite Magierin ist, ne? Und eigentlich immer ganz gute Dinge macht mit ihrem Bogen und so weiter und so fort. Und den beschworenen Viechern. Ich würde sagen, wir bleiben... Ich habe eine Idee. Ich hoffe, wir können Filiasson... ja... Weißt du? Komm mal her. Ich habe eine Idee. Ja, bitte? Kuano, komm mal her. Für jetzt. So. Wir wollen das nicht sehen, aber egal. Warte mal. Nein, wir wollen das nicht sehen, aber... Entschuldigung. Ich sag nochmal Entschuldigung. Nein, ich will nichts zerstören. Aber, wir brauchen den auch nicht, weil, Fallen entschärfen kann Fyris eigentlich machen. Lass mich mal gucken. Hier, 16, 16. Ich guck mal alleine das, ne? Wow. Ja. Ja. Bauch 1. Ja, nö, das ist besser. Okay. Den. Wie sieht's mit dem Schild aus? Auf jeden Fall besser. Ja. Wir brauchen noch ein Schwert für Filiasson, auf jeden Fall. Der Helm. Der ist gut, ja, ich weiß. Ja, ist ziemlich klar, ne? Ja, ist ziemlich klar, was wir hier brauchen und was wir nicht brauchen. Er darf aber ruhig seinen Kram behalten. Ich würde ihm gerne was anderes geben statt diesem Schwert hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was? Was? Ja, bitte? Ach so. Tschüss. Oh, du meinst. Eilt euch! Ich warte hier so lange und bewache den Sphärenriss. Sieht krass aus, Kollege. Ich finde das gut mit dem Tier da oben drauf. Soll es ein Drache sein? Ardo. Was gibt es denn? Nur kurzfristig, mein kleiner Bollerofen. Ardo. Der magische Zweihänder. Filiasson ist kein Zweihänder-Typ. Noch nicht. Wir werden ihn gleich dazu machen. So. Da seid ihr. Ja. So. Hier ist der magische Zweihänder. Den geben wir Filiasson. Ja. Ja, den ganzen Kram, den kann er behalten. Weiß nicht, ob wir das in die Truhe packen. Vielleicht können wir es irgendwann nochmal gebrauchen. Jetzt ist die Frage. So. Wir schmeißen Ardo aus der Truppe wieder raus. Was gibt es denn? Ja, ciao. Das soll mir recht sein. Eilt euch! Ja, Mann. Wie kann ich dir helfen? Du kommst da mit. Da seid ihr ja wieder. Und Vorgrim. Was ist? Komm mit. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Und jetzt können wir mit der ganzen Truppe mal aufbrechen.
Ich möchte noch was versuchen. Oder auch nicht. Moment, Moment, Moment. Ja, nee, wir können mal den Kram. Eilt euch! Ich war. Ach so, nee, wir können nicht mit ihm dahin. Okay, dann muss er den Kram mitnehmen. Alles klar. Entschuldigung, wenn da ich. Da seid ihr ja wieder. Ja, ja. Warum? Wie kann ich dir helfen? Ja, die wollte ich, dann wollte ich Vorgrim. Was ist? Das habe ich doch alles schon mal gemacht. So, haben wir jetzt die Truppe. Ich versuch's mal so. Ja. Ich hoffe, wir können zwischendurch noch mal aus der Globule raus. Wer weiß, was jetzt passiert. Okay, auf geht's. In die Globule. Wir haben das dritte magische Tor betreten. Zusammen mit Phileason würden wir diesen Tarkat zur Rede stellen. Jo. Es galt, die Prinzessin zu überzeugen, mit uns zu kommen. Und kein fauler Zauber Tarkats und keine namenlose Horde sollte uns dieses Mal davon abhalten. Genau. Sehe ich auch so. Also wenn das nächste Mal ein Drakensang-Spiel gemacht wird, dann spreche ich den Vorgrim.